Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein paar Movie-News von mir, oder besser gesagt, so viele News gibt es ja gar nicht. Ich habe das Format auch ein bisschen schleifen lassen. In letzter Zeit war wirklich sehr viel los gewesen. Ihr habt es gesehen, dass wirklich wenig Videos kamen. Jetzt habt ihr gemerkt, Videos kommen wieder ein bisschen mehr. Ich habe auch wieder sehr viele Ideen für neue Sachen und so weiter, die dann jetzt wirklich so in der kalten Zeit umgesetzt werden können, so könnte man es sagen. Ich bin euch noch viele Sachen schuldig, viele Sachen offen, die ich noch sagen wollte. Und ich habe gedacht, das mache ich jetzt hier alles in diesem News-Video. Wie gesagt, News, es gab jetzt gar nicht groß irgendwelche Trailer oder irgendwas Besonderes. Auch Filme war, fand ich so, das zweite Halbjahr jetzt... da war ja nicht mehr viel im Kino, ja, also, ja, das ist, was mich jetzt groß interessiert hat, irgendwie, ich finde, das Jahr hat sehr gut angefangen, ja, viele Filme, die verschoben wurden, wegen Corona und so weiter, sind ja Anfang des Jahres, oder bis halt die ersten Jahreshälfte erschienen, und da war ja wirklich, sehr viel da, und jetzt, zum Ende des Jahres hin, hat sich das so ein bisschen abgenommen. Dieses Jahr das einzige große Highlight, oder ja, Highlight ist es für mich eigentlich auch nicht, ist ja Avatar natürlich. Ja, der Film, den wirklich viele, glaube ich, sehen wollen oder sehr heiß drauf sind. Ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan des ersten Teils. Natürlich das 3D und so weiter, dann, von technischen Aspekten muss man da nicht reden, war das ein Top-Film gewesen. Aber ja, so an sich die Story und alles, das war, für mich war es persönlich kein richtig guter Film. Und darum hab ich auch gar kein Interesse groß an diesen zweiten Teil. Ich werde ihn natürlich mir im Kino anschauen, werde natürlich auch ein Review machen. Aber sonst ist, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so viel. Es war ja vor kurzem Mad Heidi gewesen, wo ich bei der Filmpremiere war mit dem Manuel zusammen. Habe ich ja auch ein Video schon, ein Review gemacht und einen kurzen Vlog. Könnt ihr euch gerne mal angucken, da muss ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, außer geht ins Kino, der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, erscheint am 8. Dezember als Stream bei madheidi.com. Gibt es auch jetzt schon, könnt ihr schon vorbestellen irgendwie, glaube ich, mit einem T-Shirt zusammen, wenn ihr da so einen Streaming-Code schon haben wollt oder so irgendwie so. Müsst ihr mal gucken auf die Seite, da gibt es dann schon ein paar coole Angebote auf jeden Fall. Sonst erscheint er natürlich über Nameless im, ich glaube, Februar, jedenfalls erste Quartal. Nächsten Jahr erscheint er dann, in Denkmal Mediabook natürlich kommt. Der bietet sich an bei Nameless oder besser wird definitiv kommen, sagen wir mal so, wie es ist. Das erstmal nochmal dazu. Sonst war jetzt trailermäßig auch gar nicht groß was gewesen. Wakanda, hier den Disney Plus, Disney-Film von hier Marvel. Ja, ich fand den ersten schon furchtbar und habe jetzt auch hier so Kritiken gehört. Ein paar erste Stimmen, der Film ist ja schon eine Weile draußen. Die waren ja auch alle, fanden nicht so viele gut. Jetzt immer so, alle viele sagen okay, aber nicht wirklich gut. Ich werde mir den natürlich auch noch angucken, aber ich denke mal erst, wenn er bei Disney Plus erscheint. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch sein wird. Spätestens, glaube ich, im Januar wird er da erscheinen. Werdet ihr natürlich auch von mir trotzdem auch noch ein Review bekommen. Was gibt es denn noch sozusagen? Sonst waren auch so filmemäßig, auch newsmäßig auch wirklich gar nicht so viel. Ich wollte aber noch mal ein paar Sachen noch mal so, was Kundenservice angeht und so weiter, mal mit euch besprechen. Erstmal geht es noch, was ich euch auch noch schuldig bin, um das Red Sonja Steelbook hier. Von Studio-Kanal, wo, ihr wisst ja, die Delle, ich hatte ja da nochmal ein Video gemacht, hab das ja, da gab es ja auch sehr viele Wirre hin und her, was es da so alles gab. Ich hatte das übrigens bei JPC bestellt, die hatten sich ja bei mir gemeldet, dass ich das noch nicht zurückschicken soll, sie klären das ab. Ich hatte ja Studio-Kanal auch nochmal persönlich angeschrieben, wo ich aber auch nur eine Larifari-Antwort bekommen habe, dass sie das auch am Prüfen sind und so weiter. Ich wollte ja wissen, wieso kann sowas entstehen, habe gesagt, wollte da so ein paar mehr Infos, aber habe nie eine Antwort bekommen, das muss mal dazu. Dann hat es ja eine Weile gedauert und dann war von JPC, dass ich zurückschicken soll, das alte, und dann ein neues bekomme. Natürlich auf Kosten von, ich weiß nicht, wer das im Endeffekt bezahlt hat. Bei JPC hast du einen Rücksendeaufkleber bekommen, hast du zurückgeschickt und dann habe ich halt, wie gesagt, dieses Austausch-Steelbook hier erhalten. Ich habe gehört, woanders war es wohl so, dass teilweise man das selber zurückschicken musste auf eigene Kosten. Das ist natürlich ärgerlich. Finde ich jetzt auch nicht so schön, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, wieso man es unbedingt zurückschicken musste. Aber man hätte ja auch einfach ein neues schicken müssen, rausschicken können und dann wäre gut gewesen. Aber es lag vielleicht auch, man hätte ja ein leeres Steelbook rausschicken können. Aber,
ja, jedenfalls hatte ich jetzt keine weiteren Kosten, habe jetzt eins nochmal bekommen, so dass dieses, ja, wieso das jetzt entstanden ist und so weiter, wie gesagt, habe da leider keine Antwort von Studio Kanal bekommen. Apropos Studio Kanal, ich hatte ja letztens noch dieses Rambo Steelbook ausgepackt und das hatte hier hinten, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt sieht man sich, guckt euch nochmal mein Unboxing-Video an, auch eine Delle hier oben und die kann eigentlich auch nur irgendwie vom Verpackungsprozess entstanden sein, weil das ja so verpackt war und dann mit diesem Schuber halt. Ja, also es kann ja hinten hier nichts gegen. Also das muss ja schon von der Verpackung. Ich kriege jetzt hier auch ein neues, bin gespannt. Ist leider noch nicht angekommen, sonst hätte ich es hier nochmal an dieser Stelle gezeigt. Bin mal gespannt, ob das heile ist. Ja, vielleicht kommt hier noch ein kleines, am Anschluss noch was oder ich füge hier noch was ein. Ich sollte dann nämlich heute noch das austauschen oder ich habe ja bei Amazon bestellt und habe jetzt einfach ein neues. Ja, reklamiert natürlich, ja. So, das erstmal dazu. Studio Kanal. Sonst muss ich aber auch sagen, Studio Kanal, die Steelbooks in letzter Zeit, also die allgemeinen Steelbooks von Studio Kanal, sind vielleicht doch die besten, die es hier gibt in Deutschland, muss man eigentlich auch mal sagen. Dann gab es hier noch von, ich glaube, Lionsgate war das gewesen. Nee, Leonie. Eine Austauschaktion ist auch schon ein bisschen länger her von hier Everything Everywhere All at Once. Da war ja die UHD, da war irgendwie das Master irgendwas verkehrt. Das war viel zu dunkel gemastert gewesen. Das war ein Fehler gewesen und da wurde die Disc einfach ausgetauscht. Man hat einfach nur an der E-Mail an Kundenservice von Leonie geschrieben. Ich glaube mit einer Kopie des Kassenzettels. Und dann haben die einfach, das hat glaube ich 2-3 Tage gedauert, eine neue Disc einfach zugeschickt. So muss das sein. Fehler können immer mal passieren. Und wenn man die dann einsieht und das was ändert, wo man selber keine Kosten hat, ist das okay. Dann gab es ja noch, ihr wisst, die Sache mit dem The Ring Steelbook. Die hat dann doch länger gedauert als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr wisst ja, ich war da sehr enttäuscht von. Ich wusste es persönlich nicht. Natürlich hat Manuel mir gesagt, Mensch, das war doch schon vor Monaten bekannt, dass da, er hatte da auch ein Video gemacht, aber bei Manuel kommen ja so viele Videos und die Vorverkaufsvideos gucke ich ja meistens sowieso nicht, weil ich dann immer irgendwas bestelle. Ja, das ist, da habe ich ja gar keine Lust mehr. Ich will ja gar nicht mehr so viel kaufen. Und ja, da war dann, wie soll ich sagen, ja, ich hatte das ja leider bei MediaDealer bestellt und MediaDealer. Ich weiß nicht, wie ihr schon Erfahrung mal mit dem Kundenservice gemacht habt. Ich hatte, glaube ich, mal vor ein paar Jahren schon mal ein Video gemacht und habe, wo ich auch mal enorme Probleme mit dem Kundenservice hatte, weil ich hatte mal, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob das Mediabook oder ein Steelbook war, auch irgendwie beschädigt was bekommen und wollte es wieder zurückschicken und das war ein Hin und Her mit dem Kundenservice, bis sie das dann wieder zurückgenommen haben. Das war eine absolute Katastrophe. Ich musste dann noch die Versandkosten bezahlen fürs Zurückschicken. Und obwohl ich ja gar nichts dafür konnte und ach, das war eine absolute Katastrophe und habe dann auch, glaube ich, mehrere Jahre dann nichts mehr bestellt. Jetzt habe ich wieder so, ach, probierst du das mal wieder, habe jetzt in letzter Zeit doch mal wieder ein paar Sachen bei MediaDealer bestellt, weil man muss auch sagen, wenn, bis auf die Webseite, die ist natürlich immer noch totaler Schrott bei MediaDealer, also habe da mal die Suche benutzt bei MediaDealer, die ist ja eine absolute Katastrophe, also da gibst du, weiß ich, gib mal Star Wars ein, da findet ihr 5000 Sachen, da findet dann, weiß ich, Bibi Blocksberg und die Sonnenscheinkinder oder so, oder was weiß ich jetzt als Beispiel, wenn man Star Wars eingibt, also die Suche ist da, oder mal stöbern so bei den Angeboten und so, ist eine absolute Katastrophe, da findest du ja alles, aber nur nicht das, was du suchst. Also das ist wirklich eine Katastrophe, die Webseite bei denen, aber wie gesagt, aber so vom Service ist immer gut verpackt, liefern schnell, natürlich immer diesen blöden Versandkosten, aber meistens sind die Steelbooks oder die Sachen ja immer genauso diese Versandkosten meistens günstiger wie bei Amazon, dass man auf denselben Preis kommt, so ist das ja bei denen irgendwie, aber wie gesagt, ist natürlich blöd, ja, wie gesagt, so, wenn man nichts hat, ist das ein super Service bei denen, schicken auch manchmal ein bisschen früher raus die ganzen Sachen, ist es völlig okay, aber wenn ihr mal was mit dem Kundenservice habt, wenn ihr mal irgendwas habt, ich hatte auch wieder mit Manuel mal drüber geredet, der hat auch gesagt, das ist auch für ihn der letzte Laden, er bestellt da auch so gut wie auch gar nichts, er hatte da, glaube ich, auch mal irgendwas mit dem Kundenservice, das ist also Kundenservice, also wenn man so Amazon verwöhnt ist, was Kundenservice angeht, man muss einfach mal, man kann über Amazon meckern, wie man will, aber der Kundenservice ist einfach der allerbeste, den es gibt, also ich hatte noch nie Probleme, auch wenn die irgendwas nicht zurückkriegen, da rufst du an, dann kriegst du dein Geld zurück, das ist da alles, ja, gar kein Problem oder so, aber jetzt hier MediaDealer, ich habe hier gleich nochmal aufgemacht hier, ich muss euch mal diesen E-Mail, E-Mail-Austausch mit MediaDealer, die muss ich euch mal so ein bisschen vorlesen,
Ich wusste gleich von Anfang an, es wird Probleme geben mit diesem Austausch. Also, ich hatte angeschrieben, Media Dealer, ich hatte geschrieben hier, Bestellung, bla bla bla, hallo zusammen, würde gerne das Telefon von Ring zurückgeben, das überhaupt nicht mit dem Produktbild übereinstimmt. Wie gesagt, wir haben dort wirklich bei dem Produktbild, man sieht einfach nicht, dass es ein Schuber ist. Punkt aus, also sieht man eindeutig nicht. Überhaupt nicht mit dem Produktbild übereinstimmen. Das ist nicht ersichtlich, dass sich bei dem Produktbild nur um einen Schuber handelt und es nicht um das Steelbook an sich. So hatte ich geschrieben. Antwort war, ging auch, glaube ich, sehr, sehr flott. Ich habe am 7.11. geschrieben und glaube, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt die Antwort... ging jedenfalls sehr schnell. Die Antwort war dann, ja, hallo, Herr Punkt, 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 dann senden Sie die Ware an uns zurück. Das war die Antwort. Habe ich dann natürlich getan. Dann kam eine E-Mail, als Sie das dann bekommen haben. Das Produkt ist geöffnet. Widerruf gilt nur für ÖVP-Ware. Aber nichts weiter, also nicht irgendwie jetzt, was jetzt passiert oder so. Das war nur diese eine E-Mail und es stand nichts. Also nichts weiter dazu, nur das gilt nur, also ja, Widerruf gilt nur für UVP-Ware. Nichts dazu. Dann kurz, also ich habe da noch gar nicht drauf geantwortet. Ein paar Minuten später kam dann nochmal, außerdem ist der Schuber beschädigt, eingerissen. Wir können das Produkt so nicht zurücknehmen. Also von Schuber eingerissen wusste ich persönlich gar nichts. Ich habe es, ganz normal verpackt wieder, Steelbook rein, Schuber rüber, habe es dann in der Originalverpackung, so wie ich es bekommen habe, vom Media Dealer reingepackt und so auf meine Kosten natürlich wieder zurückgeschickt. So, aber auch so einfach nur geschrieben und ja, was passiert denn jetzt? Im Kundenservice muss mir noch Lösungen anbieten. Ja, nichts. So, dann habe ich geschrieben, hallo, aber ich habe es ja zurückgeschickt, weil es nicht mit der Produktionsbezeichnung auf der Webseite übereinstimmt. Dort wird nicht erwähnt, dass es sich um einen Schuber handelt und das Steelbook ganz anders aussieht. Ich fühle mich als Kunden getäuscht. Mag ja sein, dass ihr dafür nichts könnt, da ihr die Bilder ja bestimmt vom Label bekommt. Aber das ist in meinen Augen Kundentäuschung. Das, was ich, ja, bin ich immer noch der Meinung. Ich hatte den Fall übrigens auch die Verbraucherzentrale gemeldet. Aber die hat mir nur so eine Nachricht, da kam nur, ja, dass sie viel zu tun haben und sie wissen nicht, ob man das alles, man kann nicht alles nachgehen und so weiter und so weiter. Aber ich denke mal, das ist im Sande verlaufen, da wird nichts mehr passieren. Dann haben wir hier, dann kam die Antwort vom Media Dealer wieder. Hallo, zum einen ist es auf dem Produktbild erkennbar, wie gesagt, wenn ich es jetzt noch habe, blende ich es ja ein. Eindeutig nicht. Also Vorschaubilder sind ja meistens immer so eine, ja, man sieht, sie sehen ja immer nicht, man sieht ja nicht hundertprozentig, dass es ein Steelbook ist, weil das ja immer so ein computergeneriertes Bild ist manchmal. Ja, die nehmen ja nicht immer das Steelbook und fotografieren es ab, sondern man erstellt es ja per Computer oder so, wie es aussehen soll. Und dann hat man dieses, ja, diesen Packshot, sage ich mal, dieses Vorschaubild. Aber naja, wie war es nochmal jetzt gewesen? Erkennbar. Aber das eigentliche Problem ist, die Ware ist beschädigt und unverkäuflich. Mehr, wieder nicht, gar nicht, nix. Nix. So. Dann habe ich einfach nur geantwortet, weil ich war dann wirklich schon fast auf 180, musste mich wirklich schon zusammenreißen, dass ich vernünftig noch antworte. Bei mir war aber nichts beschädigt. Ich habe es gut verpackt, im gleichen Karton zurückgeschickt, in dem ich es bekommen habe. So, dann kam die Antwort wieder, der Schuber ist eingerissen und somit ist die Ware beschädigt. Wann und wo, wie das passiert ist, wissen wir nicht. Hätten Sie das Produkt in der Folie gelassen, wäre es wohl nicht passiert. Auch ist der Widerruf ungültig, wenn die Ware nicht mehr versiegelt ist. Es gibt mit Ihrer Retour nun zwei Probleme, die sich nicht lösen lassen, da die Ware für uns keinen Wert mehr hat. Aber nicht, keine Lösung geschrieben. Nix, gar nichts weiter. Dann habe ich wieder geschrieben, also, ich war jetzt schon dran, ich wollte schon seinen Job machen, ihnen sagen, was er jetzt zu machen hat. Also ich habe schon die ganze Zeit auf den Lippen gehabt, wieso, ist, wenn es kaputt ist, soll das doch zurücknehmen und beim Lieferanten retournieren oder so, war schon mein Gedanke die ganze Zeit. Da habe ich bloß geschrieben, also wie lösen wir jetzt das Problem? Das Produkt entspricht nicht der Beschreibung auf der Website und jetzt ist es auch noch beschädigt. Ich werde es nicht zurücknehmen. Ja, also
Er muss mir doch eine Lösung, das dafür ist doch der Kundenservice da, dass er mir, ich muss ihm noch nicht sagen, was er zu machen hat. So, dann kam eine Antwort, das Produkt entspricht der Beschreibung auf der Webseite. Da steht nirgendwo, dass es ein Schuber ist, also ist eine absolute Lüge, Falschaussage. Das Bild, die Bilder zeigen ja auch klar ein Schuber. Eindeutig nein. Die Ware wurde geöffnet und ist beschädigt. Das ist das eigentliche Problem. Was das eigentliche Problem ist, sonst hätten wir diese zurückgenommen. Und dann der letzte Satz, wir fragen gern eine Rücknahme beim Lieferanten an. Hätte er von Anfang an machen können, ja. Dann habe ich gesagt, okay, fragen Sie eine Rücknahme an beim Lieferanten und dann, wir buchen eine Gutschrift für den Artikelpreis. Das war die einzige Antwort. Also man nimmt sich dann, ja, also, ja, das war sozusagen die ganze Dings. Ja, das Einzige, was ich muss natürlich jetzt die Versandkosten bezahlen, dass sie mir das liefert haben und wieder, also ja, waren dann irgendwie 4, 5 Euro, die ich im Endeffekt bezahlt habe selber. Was ich eigentlich auch noch eine Frechheit finde eigentlich. Und für mich ist jetzt natürlich Mediadealer komplett gestorben. Also geht gar nicht irgendwie. Wie gesagt, bei Amazon hätte ich da nicht einen müden Pfennig bezahlt für irgendwas. Ist eine absolute Katastrophe. So sehe ich das. Wie gesagt, weil es halt, wenn es mein Fehler wäre, würde ich es ja verstehen. Ja, wenn ich das richtig geguckt habe oder stand da, dass es ein Schuber ist oder so, hätte ich die Versandkosten bezahlt, hätte es vielleicht auch behalten, wenn sie es nicht zurückgenommen hätten, verstehe ich, da kann ich das verstehen. Ja, obwohl bei Amazon längst auch zurückschicken können, wäre auch kein Problem gewesen. Aber hier, ja, wie gesagt, war jetzt mal wieder so eine Geschichte, die ich euch erzählen wollte einfach, wie ärgerlich das Ganze war, dieses ganze Hin und Her und diese ganze Katastrophe, wollte ich einfach nur mal euch mitteilen. Wie gesagt, im Endeffekt ist es ja noch in Anführungsstrichen bis auf die Versandkosten ganz gut ausgegangen. Dann wollte ich euch noch mal kurz eine Sache erzählen, eBay, auch eine absolute Katastrophe. Also wenn ihr da was verkaufen wollt, seid ihr richtig angearscht, wenn ihr... ist auch eine Katastrophe. Nur noch Betrüger dort irgendwie. Ja, passt da auf. Ich habe versucht, mein altes Smartphone dort zu verkaufen und die ersten zwei Mal nur Betrüger, nicht bezahlt, gar nicht mehr gemeldet oder versucht irgendwie außerhalb von eBay, wollten sie mich kontaktieren, so ungefähr, dass du denn, dass du es hinschickst und so, ach, all so ein Kram, ich muss das dreimal einstellen. Das Smartphone ist leicht beschädigt, das habe ich alles angegeben mit Bildern. Ich habe da zig Bilder reingehabt. Hat einer gekauft, ich schick's raus und er macht gleich einen Fall auf bei eBay, der irgendwie, dass es beschädigt ist und so weiter, kompletter Schrott ist oder irgendwie so geschrieben hat, vorne und hinten Sprünge, kleine Sprünge im Glas und so weiter, was es definitiv nicht hat, auch eine absolute Katastrophe gewesen, ja. Also das war auch so ein Ding, ich bei eBay angerufen, da sagen sie mir, ja, sie haben alles, sie haben nichts falsch gemacht, warten sie drei Tage, dann wird dieser Fall für sie zu ihrem Gunsten geschlossen. Ja. Ja, dann wurde dieser Fall eröffnet und der wurde nicht zu meinen Gunsten geschlossen, ja, sondern zum Gunsten des Käufers. Ja, der hat mir das hier zurückgeschickt. Das Ding ist, ja, die Beschädigungen, die ich angegeben habe, sind da, mehr nicht. Aber irgendwie soll ich ja jetzt auch noch die ganzen Versandkosten bezahlen. Und ja, mal gucken, wie die Sache ausgeht, weil das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Da werde ich nämlich nochmal anrufen. Das ist jetzt aber noch gar ganz frisch alles. Finde ich ja auch, also wie gesagt, man wird nur noch, also... Es ist jetzt natürlich wieder schlecht, wenn man jetzt wieder, Amazon ist jetzt auch nicht der Superhändler, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber was Kundenservice angeht, bestelle ich dann lieber bei denen. Da hat man einfach keine Probleme und eBay und Kleinanzeigen und ach, das ist auch immer ein Rumgeärger. Die Leute, ich weiß auch nicht. Es ist einfach eine Katastrophe. Das wollte ich auch nochmal loswerden hier an dieser Stelle. Ja, was gibt's sonst noch? Wie ist der Fahrplan für dieses Jahr noch? 4 Jahre bis Weihnachten. Wahrscheinlich, wenn es klappt, wird es jetzt Anfang Dezember nochmal einen Livestream geben. Ja, so einen ganz normalen halt. Zwischen Weihnachten und Neujahr plane ich diesen Jahres-Livestream, den wir eigentlich immer machen, wo wir ja nochmal so unsere besten Filme, Tops und Flops des Jahres so ein bisschen zusammenfassen. Mal gucken, ob wir da wieder die ganze Truppe zusammenkriegen. Würde mich freuen auf jeden Fall. Ja, podcastmäßig geht es natürlich noch weiter, da war ich in letzter Zeit jetzt auch ein bisschen ruhig geworden, das hatte ja krankheitsbedingte Verschiebung und so weiter, ja, wird es aber jetzt auch dann wieder ein bisschen regelmäßiger geben, hoffe ich. Ja, was gibt's sonst noch? Es kommt Anfang Dezember noch mein Weihnachtsgewinnspiel auf jeden Fall wieder, was ich auch jährlich gemacht habe.
das wird auch wieder kommen. Ja, wie gesagt, Avatar wird im Kino noch gesichtet, sonst, ja, neigt sich das Jahr dem Ende. Ja, mal gucken, ob ich noch ein News-Video dieses Jahr schaffe. Wie gesagt, dieses Format will ich nicht aussterben lassen. Ich finde das immer ganz gut. Jetzt waren hier noch in diesem Video, jetzt kommen auch langsam zum Ende, waren jetzt nicht so viele News gewesen. Waren jetzt so, ja. Ich denke, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vielleicht, ja, welche Richtung ihr bei in diesen News-Videos noch was hören wollt oder so. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinkrachen. Ansonsten, ja, soll es das denn auch an dieser Stelle gewesen sein? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.